ich habe leider auf meinem Weg immer wieder gehört, ja, das schaffst du nicht. Warum probierst du es überhaupt erst auf dem warum probierst du es überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt? Warum machst du dir so schwierig? Es würde ja auch andere Möglichkeiten geben, aber es war für mich eigentlich klar, dass ich das so möchte und nicht anders. Muskeldystrophie Typ Duchenne ist eine Erkrankung, die quasi die Muskeln nach und nach abbauen lässt. Das ist bei jedem eigentlich immer ähnlich. Man weiß nur nicht immer so genau, wie schnell es irgendwie bei einem verläuft und so. Man kann halt dann irgendwann nicht mehr laufen, die Arme irgendwann nicht mehr richtig bewegen und so und ist halt dann letzten Endes auf einen Rollstuhl angewiesen. Eigentlich schon in der Grundschulzeit, da merkt man halt dann irgendwann, dass man anderen Schülern nicht mehr so hinterherkommt. Oder auch Treppensteigen ist immer schwieriger geworden. Wenn dann irgendwie was in den oberen Stockwerken war und alle schon quasi hochgerannt und vorausgerannt sind, war ich vielleicht gerade mal am Anfang der Treppe oder so. Das war dann manchmal schon ein bisschen komisch. Ab der 5. Klasse wurde es, glaube ich, auf jeden Fall immer schwieriger. Und ich konnte auch irgendwann quasi nur noch laufen, wer mich hebt. Und dann waren wir halt eine Woche im Schullandheim. Und in dieser Zeit hat mich halt quasi niemand gehoben und ist mit mir gelaufen. Und nach der Woche Schullandheim war es eigentlich auch vorbei mit Laufen. Und jeden Schritt, den ein normaler Mensch macht, macht für mich der Rollstuhl. Ich hatte halt meine Ausbildung abgeschlossen in Reutlingen bei der KBF und habe dann über ein Jahr nach einer Arbeitsstelle gesucht. Man kriegt auch ab und zu dann so Stellen von der Agentur zugesendet, bei denen man sich bewerben muss. Und da war halt einmal eine Stelle mit der Diözese dabei. Und meine Mama hat schon lange gemeint, ich soll mich doch da mal bewerben. Und ich immer so, ja, mache ich irgendwann mal. Und so ist das dann zustande gekommen. Und war die richtige Entscheidung? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es bisher nicht bereut. Also ich muss sagen, ich wurde hier sehr freundlich aufgenommen und es hat eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt, dass ich eine Einschränkung habe oder so. Also ich wurde hier sehr herzlich empfangen, muss ich sagen. Und für uns ist es eine Bereicherung, ja? Weil wir neu denken müssen. Also wir müssen unsere Abläufe neu denken. Er arbeitet rein im digitalen Raum. Das heißt, er kann jetzt wohl einen Brief anfertigen, aber nicht ausdrucken, eintüten und zum Versand bringen. Das geht nicht. Das heißt, wir mussten unsere Aufgaben so verteilen, dass er die Aufgaben macht, die rein im digitalen Raum zu bewältigen sind. Und das war für uns etwas Wunderbares, weil wir einfach nochmal gefordert sind, weiterhin zu gucken, was geht möglichst digital, was kann er machen. Bisher mache ich eigentlich für jeden mal so ein bisschen was, was gerade so ansteht. Aber ich soll bald das Gebiet der Pfarrhaushälterinnen übernehmen. Ich übernehme einen Teil von einer, die jetzt in Rente geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch auf sein eigenes Geschäftsfeld hat bestimmt was. Ich hatte mir das eigentlich schon immer als Ziel gesetzt, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so einfach ist. Und ich habe leider auf meinem Weg immer wieder gehört, ja, das schaffst du nicht. Warum probierst du es überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt? Warum machst du dir so schwierig? Es würde ja auch andere Möglichkeiten geben, aber es war für mich eigentlich klar, dass ich das so möchte und nicht anders. Mit Ablauf 31 Stunden. Ich glaube, die Behinderung schreckt auch oft ab. Und meine Mama hat mich halt oft auf Vorstellungsgespräche auch begleitet. Und ja, hat halt auch einfach geguckt, dass es klappt. Wenn jetzt vielleicht da einer nicht so den Rückhalt auch von der Familie hat, dann kann es schon schwierig werden. Wir haben in unserer Diözese Seelsorger für Menschen mit Behinderungen.
Ja, das heißt, wir kümmern uns seelsorglich um diese Familien, um diese Menschen. Dann werden wir es doch wohl noch als Organisation hinbekommen, so einen Mitarbeiter in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Also das hat was mit Grundhaltung zu tun. Das war für uns überhaupt nicht die Frage. Wir brauchten eine Sekretärin, einen Sekretär, und er ist Kaufmann für Büromanagement und bringt die Fähigkeiten mit, die wir brauchen für diese Arbeit. Und das war die Entscheidung, und alles andere ist dann nachrangig. Das war zwar dann mühsam, es hinzubekommen, aber es ist machbar. Wieso musst du das machen? Um meinen Rücken zu entlasten. Ja, weil so viel immer in der gleichen Position sitzen, ist anstrengend. Ich kann manche am Gang erkennen, wie sie da entlanglaufen, wer von meinen Kollegen da jetzt ist. Jeder läuft irgendwie anders den Gang entlang mit anderen Schuhen. Es gab mal eine Begutachtung auch mit der Agentur für Arbeit und mit dem Integrationsfachdienst, wo ich quasi einmal komplett abgelaufen wurde. Passt jetzt so? Was muss man noch ändern? Ciao. Ciao. Also angefangen beim Essen, beim Trinken, beim Anziehen, beim Waschen, brauche ich immer irgendwie Unterstützung. Das ist eigentlich das, was am nervigsten an der ganzen Sache ist, würde ich mal behaupten. Also es verschwinden ja immer mehr Muskeln und es wird immer mehr dann gelähmt und irgendwann kann ich halt dann die Arme auch nicht mehr gut bewegen und solche Sachen halt. Hast du Angst davor? Nee, eigentlich nicht. Bringt ja nichts. Ändern wird's nichts. Hat schon immer Lebensfreude ausgestrahlt und uns noch Kraft gegeben. Und ich weiß nicht, wo er's hernimmt, aber auf jeden Fall ist das so. Für mich ist schon Welt zusammengebrochen. Mir hat's da Boden unter die Füße weggezogen und ich konnte es gar nicht glauben. Ich wusste, was auf uns zukommt, weil ich war da in der KBF angestellt und habe da gearbeitet, auch mit einem Kind mit Muskeldystrophie. Und ich wollte ihn vom Stuhl wegtragen, weglupfen, und der ist mir weggeglitten. Also der hatte gar keine Muskelkraft mehr und der war höchstens 7. Und der Herr wusste, was auf uns zukommt mit der Diagnose. Als ich das erste Mal in dem Monstrum gesehen habe, bin ich auch erschrocken. Wurde ja nicht das erste Mal in dem Evoli saß. Aber es sind halt einfach seine Beine, sein Laufer. Also ich war schon immer begeistert. Du warst schon immer begeistert. Für mich war das ein brutales Monster. Ja, für mich war es brutal. Panzer. Ja, ja. Mama hat am Anfang behauptet, es sei ein Panzer. Hau ruck. Oh je, stolper haben wir über die Schuhe rein. Guter Vorführeffekt, hm? Ja. Mach jetzt kurz die Sonne. Ja, genau, denn sie kommt raus und ein bisschen blauer Himmel. Und ich denke, oh, jetzt haben wir doch noch Glück. Man soll nie die Hoffnung aufgeben, gell? Schon schrecklich, und es war ja jetzt auch ein Vorfall im Bekanntenkreis, wo ein Junge mit Duchenne mit 23 Jahren gestorben ist.
Und das hat uns schon zu denken gegeben. Und der Yannick hat ja gewünscht, er will auf jeden Fall in seinem Leben einmal eine Kreuzfahrt machen. Und das haben wir jetzt also hinter uns. An Ostern haben wir das in Angriff genommen, weil wir einfach dachten, wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und wir müssen die jetzt sinnvoll nutzen. Genau. Wir waren ja schon im Campingurlaub oder ganz normale Urlaub und so, und da hat halt irgendwie so eine Kreuzfahrt noch gefehlt. Ich überlege mir halt dann immer so, was gibt's denn, was kann man machen, was ist interessant. Und ich fahre eigentlich auch sehr gern auf dem Bodenseeschiff. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie wäre das ja auch mal cool, ein paar Tage dann auf dem Meer zu sein. Wie war das? Wie war die Kreuzfahrt? Mega, ich würde es jederzeit wieder machen. Hallo. Hi. Was sagt das Wetter? Ich glaube, das war schon auch ein längerer Weg, dass ich mich auch mehr raustraue und so und mehr in die Öffentlichkeit. Vor allem habe ich mir das eigentlich in der Corona-Zeit angeeignet, weil ich von der Ausbildung her im Homeoffice war. Da ist mir dann recht schnell daheim die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich das einfach gebraucht. Nach den Aufgaben dann abends einfach nur eine Runde rausgehen. Ja, dann bin ich in der Gegend immer weiter gefahren und immer größere Strecken. Das hat sich dann irgendwie einfach so entwickelt. Ich habe dann einfach gemerkt, das tut mir gut, das brauche ich, ich bin gern draußen. Hätte mir das vor ein paar Jahren jemand gesagt, so vor 10 Jahren oder so, hätte ich gesagt, ich glaube, du spinnst, was will ich denn da draußen? Krankheit, das ist bei uns Nebensache. Wir genießen das so, wie es ist und wir haben immer ein Erlebnis bei jeder Tour. Dann, wenn da so Furche drin sind, die besser nehme ich dann Schotter mit und Schaufel und mache das, begradige das. Ja. Dann probiere ich das selber aus mit dem Fahrrad dann und danach dann gehen wir. Aber vorsichtshalber nehme ich dann immer Bretter mit, damit er dann mit dem Rollstuhl drüber kommt, über die Wege. Schick Gudrun einmal an die unmögliche Stelle zum Bilder machen. Da muss die mal einen Abhang runterklettern, so zu ihm. Ja, ja, muss ja auch. Fürs perfekte Bild. Ich bin da immer wieder raufgekommen. Als ich dann meine Ausbildung dem Ende geneigt hat und ich wusste, ich weiß es noch nicht so genau, wie es weitergeht, dann dachte ich, ja, also irgendeine Beschäftigung, irgendein Hobby braucht man ja. Und habe ich irgendwie kurzerhand den öffentlichen Instagram-Kanal ins Leben gerufen und habe da halt nach und nach Bilder von meinen Ausflügen hochgeladen. Es müsste einfach mal mehr in den Köpfen der Leute sein, dass ich auch bloß ein ganz normaler Mensch bin, den man es nicht irgendwie anders behandeln muss oder den man irgendwie komisch anglotzen muss oder so, weil ich auch nicht anders bin. Ich werde schon viel von meiner Familie unterstützt, aber ich glaube, man braucht schon auch selber ein bisschen Mut und muss auch selber ein bisschen wissen, wo es lang geht. Ich möchte auf jeden Fall durch meine Aktionen andere dazu ermutigen, nicht aufzugeben. Und dass es wichtig ist, das zu machen, was einem gefällt und sich nicht so oft von anderen beeinflussen lassen sollte. Gerade in Bezug auf erster Arbeitsmarkt oder wie auch immer.